auch kein Winter. Heiß wird's trotzdem, wenn von sich überzeugte Kerle über ihre Geschlechtsgenossen urteilen sollen. Arrogante Leute sind meistens dumme Leute. Er guckt mir ein bisschen zu arrogant und zu böse. Schönheit ist nicht alles. Vielleicht mal ein Buch lesen? Ja, ich glaube, die Mädels haben keine Ahnung. Die Intelligenz ist gerade in die Hose gerutscht. Wir schicken 5 selbstbewusste junge Männer in die Höhle der Löwinnen. Dort erfahren sie, ob sie sich im Vergleich zu ihren Konkurrenten richtig einschätzen. Und das sind die Jungs. Tim, 23 Jahre. Bernd, 27. Marcel, 25. Chenya, 22. Und Alexander, 20 Jahre alt. Die Selbsteinschätzung der Jungs reicht uns aber nicht. Deshalb nimmt eine attraktive Damenjury die Jungs in den Kategorien Aussehen, Po, Sensibilität und Outfit etwas genauer unter die Lupe. Unsere Jury: Alexandra 32, Anna 23 und Valora 18 Jahre alt. Und die Damen sind sich einig, schön geredet wird hier nichts. Es geht um die nackte Wahrheit. 5 attraktive Jungs kommen zu uns, die wir begutachten können. Freut euch mit mir? Zuerst stellen sich die Jungs der Jury einzeln vor. Single Chenya studiert Jura, fährt kein Mountainbike und behauptet von sich selbst, dass er in Badehose lecker aussieht. Tim geht demnächst als Au-pair in die USA. In seiner Freizeit spielt er Eishockey, hört Musik oder sitzt vorm Computer. Marcel berät Kunden beim Handykauf. Er spielt gerne Fußball und bezeichnet sich selbst als Gute-Laune-Typ. Alexander sucht auch noch seine Traumfrau. Bis er die gefunden hat, steht bei ihm das Auto an erster Stelle. Ex-Polizeikommissar Bernd studiert heute Design und verdient nebenbei als Model sein Geld. Also ich denke nicht, dass je einer von denen auf dem Laufsteg gelaufen ist. Interessant, es sind auch unterschiedliche Typen mit dabei. Ich hoffe, das wird noch hot. Heiß wird es sicher, denn die Jungs finden sich jetzt schon gegenseitig unschlagbar. Sieht alles fesch aus. Ja, auf jeden Fall. Jeder hat seine eigene Art. Ja. Der eine tätowiert, einige haben Schmuck, Brustbehaarung, keine Behaarung. Und du mit deiner Hotpant? Ja, man hat doch was zu bieten, oder? Hier, guck mal da. Okay, das recht passt. Auf die Schleimerei folgt prompt auch das Geläster. Bernd ist halt so einer, der ist so ein bisschen, ne, Midlife-Crisis, 27, da muss man schon irgendwie sein Ego ein bisschen pushen. Tim hat wenig Chancen, weil der, ja, hat Brustbehaarung. So die Frauen, die ich kenne, die mögen das überhaupt gar nicht. Ich meine, außen Powers hat Brusthaare und auf denen stehen auch viele Frauen, aber ich weiß nicht, ob das halt immer noch so ist. Jenias Hose ist eine normale Unterhose. Ich denke mal nicht, dass er damit irgendeine Chance hat. Der Marcel, der geht, glaube ich, nicht ins Fitnessstudio. Der geht eher bei McDonald's oder Burger King trainieren. Ich denke, dass er keine richtige Chance mit den Mädels hat, weil er so eine kindliche Art und Weise hat. Kommen wir zu Runde 1, das Gesicht. Zuerst müssen sich die Jungs auf eine Reihenfolge einigen und entscheiden, wer das schönste Gesicht hat. Ich denke mal 3. Für mich selber so. Babyface mit 1, ne? Also, zweimal so. Ja, dieses Honeyboy-Face. So. Genau. Du bist aber 2. Ich gehe auf die 4. 4? Ja, ich würde ihn eigentlich auch auf die 4 eigentlich setzen, weil der hat ja auch dieses. Dieses Süße. Ja, der hat ein süßes Lächeln, wenn man es auch sagen darf. Wo siehst du dich denn? Nicht auf 5. Er würde ihm jetzt eigentlich mal die 4 geben, also ich wäre dafür. Also ich würde ihm die 4 geben. Die 4 bei ihm? Sorry. Also ich denke schon, dass ich an die 1 gehöre. Die Jungs haben eine richtige Wahl getroffen. Ich meine, 3 Tage Bärte, ne? Stehen Frauen drauf. Ich denke, ich habe eine ganz gute Ausstrahlung. Deswegen werde ich auf jeden Fall nicht auf die 4 gehören. Ich sehe mich ein bisschen weiter vorne. Jetzt wird das Selbstbewusstsein der Jungs gnadenlos auf die Probe gestellt. Punktet Chenya mit seinem 3 Tage Bart? Findet die Jury Bernds Gesicht auch so schön wie er selbst? Ich weiß nicht, was die Jungs sich dabei gedacht haben, aber 5 finde ich jetzt, muss ich auf 5 bleiben, weil er sympathisch ist und der hat auch schöne Augen, ne? Ich würde auch eher, glaube ich, die 4 mehr nach vorne tun, weil er eigentlich wirklich ein sehr sympathisches Gesicht hat. Er lächelt, er strahlt. Platz 2 rutscht dann runter automatisch. Auf welchem Platz? Auf 4. Er guckt mir ein bisschen zu arrogant und zu böse. Finde ich jetzt nicht so sehr schön. Was machen wir mit der 1? Ich finde, er hat sehr schöne blaue Augen. Die Sympathie kommt rüber, doch das passt. Ja, gefällt mir sehr gut. Die Gesichtsknochen sind schön markant, männlich, doch. Schöne Zähne. Auf die 5 haben wir dich getan, weil du zu glatt wirkst. Platz 4 für dich, weil du zu arrogant wirkst. Aha. Auf die 3 haben wir dich gesetzt, wegen deinen Grübchen und deinen Augen. Auf Platz 2 kamst du wegen deinem sympathischen Lächeln. Für unseren Sunny Boy mit den blauen Augen und dem schönen männlichen Gesicht die 1. Dankeschön. Ich finde es schön, dass die Jury sich so entschieden hat, dass sie sagen, dass ich ein Sunny Boy bin. Ich bin auch ein fröhlicher Kerl. Ich bin echt nicht arrogant, aber also ich komme manchmal so rüber. Das kann schon sein. Ist unabsichtlich. Ich weiß nicht, wie ich das mache. Ich sollte vielleicht mal lächeln.
Und wer zuletzt lacht, lacht hier vielleicht am besten. Alles ist noch offen. Eine Übereinstimmung in Runde 1. Bernd freut sich über seinen ersten Punkt und die anderen freuen sich auf Runde 2. Vielleicht können sie in Sachen Grips was reißen, denn jetzt geht's um die Intelligenz. Auch hier gibt es bei dem einen oder anderen keinen Zweifel. Also ich würde sagen, ich setze mich an die Einzieler, weil ich werde so oft angesprochen, dass ich intelligent wirke, warum auch immer. Ja, ich meine, vom Alter her sieht man dir zwar jetzt nicht an, aber ich meine, die Erfahrung hast du in dir, deswegen. Also ich bleib dabei, du bist total, du wirkst auf mich wie, nicht wie ein Streber. Also meinst du zwei, oder was? Ich würd dich echt auf die zwei. Also ja, ich würde überlegen mit ihm doch. Wow, ich sehe mich eher auf der 3. Du hast die Jury jetzt entscheidend, ist eh Glückssache. Ja. Also ich würde mich, würd mich da jetzt nicht festlegen. Also ich nehme die 5. Wie gesagt, Hotbands und über Intelligenz reden passt nicht zusammen. Ich nehme 5. Ich weiß, dass ich ein cleveres Kerlchen bin, was im Kopf habe, dass ich es ausstrahle. Arrogante Leute sind meistens dumme Leute. Also ich habe schon, sag ich mal, so einen gewissen Eindruck, sag ich mal, also der jetzt nicht irgendwie dumm ist. Ja, ich stehe voll und ganz zu meiner 5. Ich sehe doof aus. Meine Sachen habe ich, wie gesagt, alle im Kopf drin, ne? So viel gebündelte Intelligenz, da muss die Jury wirklich genau hingucken. Die Jungs versuchen noch ganz schnell mit schlauen Blicken zu beeindrucken, aber die Damen wissen es wie immer besser. Aussehen ist dann gleich Intelligenz, ne? Genau. Ja. Zwei Paar Schuhe. Ja, deswegen würde ich auch sagen, dass der Bernd, der eigentlich auf Platz 1 war, ist ziemlich weit nach hinten gerutscht. Und der Jenianer, der weiß wahrscheinlich, dass er intelligent ist, deshalb wirkt er auch so selbstbewusst. Dann hatten wir noch unseren Strahlemann, ne? Der ist eher so verträumt, ja, und so verträumt, ne? Lebt in seiner eigenen Welt. Dann haben wir noch den Marcel. Ich habe so das Gefühl, er legt eher Wert auf Piercing und Tattoo. Und ich glaube, ja, genau. Der eigentlich am schüchternsten wirkt, ne, am nachdenklichsten ist, den setzen wir auf 4-1. Platz 5 für unseren Computerfreak. Platz 4 für den Verträumten. Träum mal weiter, kein Problem, aber nicht mit uns. Platz 3. Schönheit ist nicht alles. Vielleicht mal ein Buch lesen. Ist doch nicht so schlimm. Platz 2 für unseren selbstbewussten jungen Mann, ja, der wohl weiß, dass er intelligent ist und das nach außen trägt. Ich fühle mich geehrt. Platz 1 für dich, weil du wirkst sehr intelligent. Du denkst sehr viel nach und wirst wahrscheinlich noch in deinem jungen Leben viel Karriere machen. Dankeschön. Bitte schön. Hat eigentlich alles zu mir hundertprozentig gepasst. Ich denke viel nach, ich habe viel in meinem Leben erlebt. Ich würde halt kein Kindergartenkind intelligenter als einen erwachsenen Mann einschätzen. Ist das echt so, dass mich die meisten Leute für nicht so intelligent halten? Die Mädels sind super, die haben es erkannt. Und dafür sind die Mädels ja auch da. Gar nicht schlau war hier die Selbsteinschätzung der Jungs. Und deshalb gibt es auch keine Übereinstimmung. Es folgt Runde 3, der Po. 5 Hinterteile in unterschiedlichen Verpackungen müssen in die richtige Reihenfolge gebracht werden. Ja, was sagt ihr? Ja, zeig mal, was du hast. Hast du schon die beste Hose an? Ich hab's, ja, es geht, ne? Zeig mal eure hier. Hey, sieht so gut aus. Du hast einen Vorteil mit deiner Hose, ich würde sagen, mit der 1. Oh, ich sehe mich mal auf 2. 2, krass haben. Sag einfach nochmal, dreh nochmal rum, dass wir nochmal einen Vergleich haben. Ja. Ah, ist schon, hat so einen süßen Shakira-Po. Also. Der ist schon der Po von Arsch. Ich bin der Po, der ist gut, sag mal her. Ah, schön behaart, ah, ja, ist das. Das ist irgendwie auch ganz knackig. Das ist eine Wucht, ist halt, ne? Das ist Zimmer. Also ich finde, wir haben auch alle was gezeigt. Du hast so eine lange Hose an, dann würde ich sagen, musst du auf die 5. Auf jeden Fall habe ich es oft bestätigt bekommen, dass ich einen knackigen Hintern habe. Ja, durch das Eisack habe ich halt einen knackigen Popo bekommen halt und deswegen Platz 2 ist klar verdient. Die Mädels haben aber sehr konkrete Vorstellungen vom perfekten Adonis-Po. Können die Jungs diese Erwartungen erfüllen? Alexandra und Valora wollen es ganz genau wissen. Nur gucken, nicht anfassen? Das geht nicht. Okay. Dann würde ich euch sagen, viel Spaß, Mädels. Danke. Ja, also Jungs, ihr müsst leider mal die Hosen runterlassen. Für den objektiven Test brauchen wir ein bisschen Haut. Darf ich mal? Fang mal an. Mach. Okay, der ist auf jeden Fall schon mal knackig. Ja. Also Männer in diesen Schlabberbuchsen, das geht gar nicht. Mach ich mal. Uff, der ist aber hart. Was hast du mit dem gemacht? Das stimmt, das. Das ist ja Wahnsinn. Das ist wirklich extrem hart. Die Intelligenz ist gerade in die Hose gerutscht. Also, darf ich mal? Ja, der ist auch schön fest. Wow. Der Apfelpo, wow, schlechthin. Darf ich mal draufhauen? Ja. Oh ja. Der ist auch schön. Der ist schon rund. Ja. Okay. Der macht eine gute Figur. Du hast auch die beste Hose an. Also, du hast die Nummer 5 bekommen. Dein Po war uns ein bisschen zu rund. Der könnte ein bisschen definierter noch sein. Dann die 2 bekommt von mir die 4.
Das war schon ganz nett, aber es könnte alles noch ein bisschen knackiger sein. Die drei. Das ist der Bernd. Ja, das ist schon ganz anständig. Also ich finde, es fühlt sich sehr gut an. Weiter so. Die zwei. Also die kriegst du, weil dein Hintern ist wirklich so hart, dass man damit wirklich Walnüsse knacken könnte. Aber da fehlt nur so ein paar Gramm Fleisch, das wäre schon ganz gut. So, magst du die eins machen? Die können wir auch zusammen machen. Hast du geballte Ladung, geballte Frauenladung. Du kriegst von uns die eins, weil der Hintern entspricht, glaube ich, allen Frauenträumen. Und ja. Ich werde gleich rot. Ja, der nächste Modeljob kommt bestimmt. Ja, ich glaube, die Mädels haben keine Ahnung. Ich weiß, was ich zu bieten habe, ich weiß, was ich habe. Er kam, er sah, er siegte. Und das mit seiner stärksten Waffe, dem Po, und lässt damit die anderen verdammt alt aussehen. Punkt Nummer 1 geht also an Chenya, der mit Bernd gleichzieht. Jetzt wird noch mal richtig Gas gegeben. Runde 4 und das Outfit muss die Entscheidung bringen. Untereinander werden erstmal wieder ehrliche Worte gesprochen. Schicker geht's gar nicht, da kriegst du die Krone, was schick weggehen angeht. Also du kommst auf jeden Fall auf die 1. Ich mag deine Hose. Die. Ja. Manche Frauen mögen das, manche nicht. Ich mag eure Geschmackssache noch. Das ist zu, zwar gut, aber ist halt mir zu schlicht. Das Standard. Okay. Also das Standard okay halt einfach. Finde ich halt auch gut. Weiße Schuh, bisschen sportlich. Ja. Also so beim Weggehen direkt No-Go. Den können wir auf die 2 setzen. Ich würde mich eigentlich auch auf die 2 eigentlich setzen. Ich würde dich nicht auf die 3 setzen, ganz ehrlich. 1, 2, 3, 4, 5. Style und Geschmack ist mir sehr wichtig, ja. Ja, ich stehe halt völlig verkehrt, ich nehme mich eher auf 3. Röhrenjeans sind zeitgemäß. Natürlich werden sich viele meiner männlichen Kollegen dazu anderseitig äußern, aber ich weiß, dass es bei Frauen einfach gut ankommt. Ob die Einschätzung der Jungs wirklich richtig ist, sehen wir jetzt. Doch schon die ersten Reaktionen der Damen verunsichern die Herren. Obwohl jeder von sich überzeugt ist, müssen sie sich dem harten Urteil der Jury stellen. Tim, das ist eigentlich ordentlich. Hemd in der Hose, normale schöne blaue Jeans. Marcel steht richtig da. Bisschen durcheinander mit dem karierten Hemd und den gefleckten Jeanshosen. Ich weiß nicht so sehr. Ja, es passt zu ihm, sagen wir es so. Ja. Ich glaube, Alexander ist ein bisschen alles durcheinander geraten. Sieht zu sehr nach Teenie aus. Ich finde, die Kette passt auch nicht so. Und die Schuhe nicht so ganz. Aber es ist vielleicht das Alter auch noch, ne? Ja, Jugendsünden. Ja. Jenya sieht nicht schlecht aus, aber die Krawatte sitzt nicht richtig. Und das Hemd könnte mehr gebügelt sein. Bernd wieder, top gestylt. Liest wahrscheinlich viele Modehefte. Sehr schick, der Mann. Wer weiß, was da noch drin steckt. Lecker, lecker, ne? Sorry, aber du hast total den Trend verpennt. Du kommst auf die 5. Alles klar. Wenn die auf Langweiler steht, kann ich auch nichts sehen. Du stehst eigentlich recht richtig da. Ich muss dir auch die 4 geben. Ist ein bisschen durcheinander, aber ich denke mal, du schaffst es auch nächstes Mal mit dem Styling. Die Nummer 3. Sieht nicht ganz so schlecht aus, aber vielleicht ein bisschen Hemd mehr bügeln und die Ärmel runter. Ja. Die Nummer 2. Tim, ich weiß gar nicht, was du hier machst. Sieht doch eigentlich recht schick aus. Ab auf die 2 mit dir. Nummer 1. Bist du dann, Bernd? Top gestylt. Super. Wenn 3 hübsche Frauen sagen, du hast einen guten Style, bestätigt das doch alles. Bernd, du bist unser Gesamtgewinner. Hast dich zweimal richtig eingeschätzt, hast 2 Punkte somit bekommen. Herzlichen Glückwunsch. Er ist und bleibt eben ein Siegertyp. Selbstbewusstsein kann also doch nicht zu falsch sein, wie es mag. Bernd lässt sich feiern, wie es ihm gebührt. Der Abend auf Mallorca kann kommen. Ich bin lauteste, bin ich froh drüber. Prost.